Ja, ich habe hier den Schweizer Pavillon besucht und dann so durch dieses Gitter da am Ende geschaut und zwischen also gesehen, dass der Schweizer Pavillon und der venezolanische Pavillon wie zwei Grundrisse haben, die so ineinander gesteckt sind. Eine Historikerin hat gesagt, es ist eine Art Symbiose zwischen beiden Bauten. Insbesondere profitiert er von den bestehenden Mauern. Das heißt, die Außenmauern des Pavillons werden zugleich die Außenmauern des Außenbereiches des neuen Pavillons. Die Überlegung war eben, jetzt nicht auf der venezolanischen Seite die zusätzlich gebaute Mauer wegzunehmen, sondern viel eher die Schweiz sich öffnen zu lassen zum Nachbarn hin. Und das führte dazu, die Wand wegzunehmen und dann dieses Material auch weiter zu verwenden, weil keinen Sinn hat, etwas abzureißen und wegzuwerfen, sondern das wieder in eine andere Form zu überführen. Und so sind eigentlich dann diese Sitzbänke entstanden, die dann auch anschließend wieder zurück in die Mauer gesetzt werden. Also ja, mit dem Baum, das ist natürlich so, da ist man erstmal mit einer Situation konfrontiert, der ist tot, der muss weg. Die gefährlichen Teile, die runterfallen können, müssen abgeschnitten werden. Ihn dann auf 6 Meter zu kürzen, dass er die Referenz bleibt, die architektonische war dann. Und so sind eigentlich all diese Dinge, diese Interventionen, die wir hier vorgenommen haben, mit dem, was da ist, aber das in eine andere Sprache zu überführen. Also so ist zum Beispiel auch das Wasser jetzt hier installiert, wie eine Geste. Den Pavillon öffnet zum Nachbarn hin, ist natürlich auch gleich die zweite Idee, die Gitter auch wegzunehmen. Und das war für mich eigentlich so eine große Überraschung, was der Pavillon architektonisch, was ihn da so verändert. Die Wände stehen plötzlich frei und die ganze Architektur schwingt so. Die Proportionen kriegen eine ganz andere Aussage. Wir wollen eigentlich alles sichtbar machen, auch die Funktionen des Pavillons, in dem das, was wir brauchen für die Ausstellung, dort sichtbar bleibt. Die Stühle, Tische und Kisten, wo etwas drin ist. Es ist schade, eine Black Box oder ein White Cube zu machen. Es ist schade, die Spezifik hier zu verstecken. Dachten wir, wir lassen möglichst einfach alles so, wie es ist, beziehungsweise wir nehmen sogar das weg, was normalerweise da ist. Im Unterschied zu vielleicht anderen Vorgängen interessiert uns hier nicht die kritische Dekonstruktion der Institution, sondern das Hinschauen und auch das Hinzeigen, das Hinführen der Betrachterinnen und Betrachter und der Gäste, damit sie sich selbst Gedanken machen können. Ja, die beiden Grundrisse, also die beiden Zeichnungen, die Originalzeichnung von Carlo Scapa und Bruno Giacometti, die ja jeder für sich gemacht hat, haben wir hier aus den Archiven zusammengetragen und zusammengefügt und präsentieren sie als Teppich, auf dem man laufen kann und auch lesen kann. Also wir haben eine Publikation gemacht, wir nennen sie bewusst nicht Katalog, sondern wir betrachten sie als eine Art erweitertes Manifest. Wir wollten, wie gesagt, nicht überall Wandtexte haben, aber wir sind davon ausgegangen, dass jede Ausstellung ein Etikett braucht, ein Label, also einen Hinweis. Und deswegen haben wir entschieden, wir reduzieren das so stark es geht auf ein Manifest. Wir schlagen vor, dass die Pavillons sich mehr umeinander kümmern, mehr füreinander Sorge tragen mögen, wie auch wir alle.